Hallo und herzlich willkommen zurück zum ewig nächtlichen Herr der Ringe Online mit unserer Hochelben-Bardin Milurien. Wir sind zurück vom Weihnachtsfest, vom Julfest und sind wieder hier in Echert Tertas. Hier geht nämlich unser Epos weiter bei Duin-Deal und den wollen wir doch einfach direkt auch gleich mal anquatschen. Ihr sagt, ihr bringt Neuigkeiten von Meneldir. Meneldir hatte uns ja schon gesagt, die werden wahrscheinlich nicht ganz so toll auf ihn zu sprechen sein, wenn sie seinen Namen hören, weil die haben sich nicht gerade in Freundschaft getrennt. Meneldir hat euch geschickt. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, seit er in Schimpf und Schande verschwunden ist, nachdem er seinen Schwur gebrochen hatte. Einst waren wir Freunde und wir sind zusammen in Thornhut aufgewachsen, aber er hat sich als treulos erwiesen. Mich wundert nur eins, dass er nicht zum Wegelagerer geworden ist, wie wir es alle vermutet haben. Nun, und noch etwas wundert mich, dass er euch mit einer Warnung geschickt hat. Was kümmert ihn die Bewohner dieser und anderer Lande? Eure Warnung kommt allerdings etwas zu spät. Wir beobachten schon seit Tagen, wie die Uruk-hai hinter den Mauern von Karas Celebrin umherstreifen. Sie suchen etwas, wir wissen jedoch nicht was. Wir würden vorschlagen, dass ihr den ansteigenden Pfad südöstlich von hier nehmt, der zu den Ruinen führt. Vielleicht bemerkt ihr etwas, das wir übersehen haben. Nehmt den ansteigenden Pfad südöstlich von Echert Tertas. Das tun wir. Wir reden, er hat sogar noch mehr. Wir reden aber auch nochmal mit den anderen und gucken mal, was die noch für Aufgaben für uns haben. Ich habe seit langer Zeit in diesen Landstrichen Wache gehalten. Bezwingt angreifende Waage. Es bereitet mir Sorgen, dass die Schatten mutiger werden. Selbst so weit vom Land des Feindes entfernt, erfüllt doch Furcht, mein Herr. Findet die Brücke nördlich von Karas Celebrin, findet das Flussufer südwestlich von Karas Tertas, findet den Hang südöstlich von Echert Tertas. Okay. Und was noch? Bezwingt Gegner. Karas Celebrin. O arme Myrdain. Sammelt. Seid gegrüßt. Blühende Binsen. Reist ihr Richtung Westen? Geht nix an. So, auf Abwägen, sucht nach Innafron, irgendwie so, und bezwingt Schildkröten in Gwalkruban. Das sind ja alles Namen, meine Güte. Okidoki, findet die Brücke, scheint das nächste zu sein. Ja, nebenbei, ich sammle immer mal ein bisschen Metall, dass ich dann meinen ganzen Schmieden zugutekommen lasse, weil sie selber kann mit dem Metall eigentlich nichts anfangen. Leder sammelt man ja so, da können wir dann also unseren Förster damit leveln und brauchen deswegen nicht extra irgendwie Holz zu sammeln. Und ja, mit dem Leder, wir müssen dringend mal ein bisschen an unserem Handwerk arbeiten, wir haben ja noch nicht mal die erste Stufe irgendwie. Bezwingt Gegner. Bist du auch ein Gegner? Bestimmt bist du auch ein Gegner. Nee. Du bist tatsächlich kein Gegner. Ich guck mal ganz kurz auf die Map. Wie sieht denn das hier aus? Wo sind denn wir eigentlich? Wir sind da. Aber hier ist doch schon irgendwas. Hier ist doch so ein grüner, grünlicher Ring. Hä? Was jetzt? Ach, da oben bist du. Ah ja. Okay, nee, da drüben mehr so. Da sind zwei Ringe. Wir erkunden hier einfach mal alles. Hier ist schon mal nix. Ist ja komisch. Dann steht der da oben und kommt gar nicht runter, oder wie? Ach ja. So, Julfest habe ich jetzt nicht großartig mehr gemacht als das, was ihr gesehen habt. Ich war nur noch mal in den anderen Ländern, habe halt diese Reitquesten gemacht und die zwei Aufgaben, die es eigentlich in jedem Land zu tun gibt, die haben wir noch gemacht. Aber ich habe mir jetzt nicht irgendwie dieses Pferd geholt. Ich hätte halt ganz gerne diesen Winterhirschen gehabt, aber den kriegt man nur für Schicksalspunkte und dafür habe ich nicht genug. So. Komisch. Gleich da drüben. Merkwürdig. Egal. Wir besiegen eben erstmal ein paar Feinde. Das scheint eindeutiger zu sein, was man da machen muss. Bitteschön.
Und ja, ich hoffe mal, die anderen Sachen, die erledigen sich hier einfach so nebenbei. So, die Feinde habe ich besiegt. Ich nehme mal an, das ist die Brücke. Genau, die Brücke ist nun frei von Gefahren aus dem Norden fürs Erste. Sehr schön. Der nächste Fall geht nach, findet das Flussufer südwestlich von Echad Tertas. Okay, dann machen wir das eben als nächstes. Ich wusste nicht, dass da drüben auch Fluss ist. Ich hätte den Fluss jetzt genau auf der anderen Seite vermutet, aber bitte. Wir sind inzwischen auch ein Level weiter aufgestiegen, Level 15. Und wir haben auch einen Brief bekommen, einen automatischen. Da müssen wir dann mal beim nächsten Briefkasten gucken, was das ist. Könnte irgendwas mit Housing zu tun haben, weil das war nämlich auch die Infotafel. Ein eigenes Haus oder irgendwie sowas. Mal sehen. So, hier ist der Ring weg gewesen, aber das scheint eher nicht das Ufer zu sein, weil da stehen ja noch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich glaube, da kam ja auch noch irgendein Hügel entdecken, ne? Das ist hier wahrscheinlich der Hügel. Irgendwo hier so? Jupp. Dieser Hang führt hinauf zu den Ruinen der Stadt, die bereits voller Feinde ist. Aber ist das auch der Aufscharer durch Pfeile getöteter Uruk? Na, das ist doch gut. Das ist auch der Pfad, den wir nehmen sollten. Ihr zieht einen Pfeil aus dem Rücken des Urukai. Dieser Pfeil stammt aus elbischer Herstellung. Der Pfeile getötet, der Uruk. Noch einer. Ihr zieht auch aus dem anderen Leiche einen Pfeil. Da hört ihr euch jemand, wie euch jemand ruft. Bregoleth. Ist das der, den wir suchen sollten? Nee, ne? Das sind meine Pfeile. Wenn ihr sie mir wiedergebt, kann ich damit weitere Urukai zur Strecke bringen. Na dann, wollen wir mal nicht so sein. Bitte schön. Es freut mich, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Oder dass wir zumindest den Hass auf die Orks teilen. Ja. Bezwingt Urukai. Das habe ich ja eigentlich gerade gemacht. Wir haben auch Urukai-Bezwinger auf der niedrigsten Stufe einmal bekommen. Und dürfen jetzt mit fortgeschritten weitermachen. Ich habe aber außerdem nichts bekommen. Also nicht irgendwie Shop-Punkte oder irgend sowas. Ah, da drüben ist doch noch jemand. Das ist vielleicht der, den wir suchen sollte. Nee, Tarandir. Sieht auch cool aus. Nicht schlecht. Ja, okay, wir gehen mal nach da oben. Da lang am besten, weil da steht gerade keiner. Wir sollen ja Uruks besiegen. Und inspizieren mal die Stadt da oben. Wir haben offenbar irgendeinen Urukai-Bericht gefunden. Mauhai, Praltok, Ishi, Nognat. Ja gut, ich kann es eh nicht lesen. Bla bla bla, aha, interessant. Und bringt den Urukai-Bericht zu Bregoles auf der Anhöhe nordwestlich von Karas Dingsbums. Haben wir denn schon genügend Uruks getötet? Es sieht so aus, als hätten wir das. Ist dann hier oben sonst nichts weiter zu tun für uns? Nö, alles andere ist weiter unten. Na gut, dann gehen wir eben wieder runter. Ich war gar nicht so viel und so weit hier oben. Eigentlich ist das hier das erste Zelt gewesen, aber offenbar ja, haben wir schon alles erledigt, was wir machen sollen. Urukai zur Strecke zu bringen, ist schon sehr befriedigend. Aber einen Hinweis darauf zu finden, was sie hier vorhaben, ist sogar noch besser. Die hat eine schöne Frisur. Warum kann man die denn nicht auch haben? Oh, die sieht schön aus, die Kapuze. Gut. Die Elben von Eregion haben sich schon einmal von freundlichen Worten täuschen lassen. Und von der Aussicht auf Geschenke und geheimes Wissen. Ach, das war unser Epos. Ich habe vergessen, ihn vorzulesen. Egal. Wir sollen auf jeden Fall eine ganze Menge Artefakte finden, wie es aussieht. Die Elben von Eregion haben sich schon einmal von freundlichen Worten täuschen lassen, Melurien. Und von der Aussicht auf Geschenke, die geheimes und geheimes Wissen. Es war eine harte Lektion, aber ich war all die Jahre überzeugt, wir haben daraus gelernt. Und ich sage bewusst wir. Denn ich lebte zu dieser Zeit in Celebrimbors Stadt. Sie war ein Ort der Kunst und des Wissens mit weiten Gärten und ebenen Straßen auf beiden Seiten des Flusses. Mirobil wurde der eine Teil genannt, die Juwelenstadt, und Karas Celebrin, die silberne Bastion, die andere. Es war eine offene Stadt, zu offen. Bregoles schaut euch mit festem Blick an. Ich möchte, dass ihr in die Stadt geht und euch anseht, in welchem Zustand sie ist. Es könnte noch Artefakte geben, die die Urukai nicht in die Hände bekommen haben. Auch sollen nicht ihr Meister, ob nun Zauberer oder nicht... Hä? Auch
und auch nicht ihr Meister, ob nun Zauberer oder nicht. Okay. Ich werde begutachten, was ihr mir bringt, um festzustellen, ob von den Überresten von Celebrimbors Zitadelle noch eine Gefahr für die Elben ausgeht oder ob es doch nur ein Ort der Trauer ist. Findet ein Artefakt im Zentrum, im Südwesten, im Südosten. Untersucht halb versunkene Statue im Zentrum. Untersucht die beschädigte Säule im Südwesten und untersucht die umgestürzte Lampe im Südosten. Mhm. Das werden wir alles machen, weil wir haben schon so viele Aufgaben, die schon grau sind. Dafür kriegen wir schon gar keine Erfahrungspunkte mehr. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne erstmal diese Sachen machen. Das scheint hier irgendwie im Sumpf zu sein. Vielleicht auch denjenigen, den wir finden sollen. Und Schildkröten sollen wir da machen und blühende Binsen besorgen. Das ist ja bestimmt alles irgendwo im Sumpf. Ich mache das mal schnell zuerst, damit sich wenigstens die grüne Aufgabe für uns noch lohnt. Aber bevor wir das machen, geben wir hier noch die eine Aufgabe ab und öffnen mal unseren Brief. So, Ilarion. Viele sind die Wunden des Krieges, die dieses Land überziehen. Und hier ist der Briefkasten. na, hopp. Geschenk für einen Hausbesitzer. Ja, solltet euch Heim und Haus suchen. Okay. Was haben wir da? Bert Neunschwanz, was? Neunschwanz, tatsächlich. Dringende Angelegenheiten. Hallo, abenteuerliche Reisen bringen wunderbare Geschichten hervor und ich bin mir sicher, ihr habt schon viel erlebt und könnt reichlich davon erzählen. Warum kommt ihr nicht vorbei? Dann können wir zusammen an unseren Künsten arbeiten. Ich habe hier einen Brief für euch. Bert kritzelte. Ja, wegen Schwanz wahrscheinlich. Neue Aufgabe, bringt den Brief zu Bert Neunschwanz. Das ist bestimmt so eine Bardenaufgabe vielleicht. Steht denn hier irgendwo, wo der ist? Tänzelndes Pony in Bree. Ja, ja. Dann ist es wahrscheinlich so eine Art Bardenaufgabe. Genau, steht ja auch unter Barde. Haben wir denn hier noch irgendwas offen? Nee, okay, das sieht doch sehr gut aus. Gut, na dann machen wir erstmal hier angreifende Waage auch noch. Ist auch hier. Ja, wir gehen erstmal auf die andere Seite vom Wasser. Wie gesagt, Schildkröten, Binsen und Innafron. Mal ganz kurz gucken, wo der sich befinden soll. Okay, gut, dann suchen wir den mal. So, hier sind die ersten Schildkröten, die mir begegnen. Moospanzer-Schildkröte. Aber die zählt nicht. Sind wir noch nicht in der Region, in der wir sein sollen? Strange. Wie weit ist denn der hier noch weg? 400 Meter. Ah je. Was hier? Warum zählen denn diese Schildkröten nicht? Uruk. Ha! Au. Ach ja, Barde ist irgendwie doch schon eine ganz coole Klasse gewesen. Also ich fand die schon immer dafür, dass sie eigentlich zum Heilen ist, fand ich die eigentlich schon immer von Anfang an ziemlich mächtig, was so den Schaden angeht. Aber gut, dafür hält sie auch fast nichts aus, ne? Also die ist halt wirklich darauf angewiesen, die Gegner zu besiegen, bevor sie bei ihr ankommen. So, ich glaube, so einen hatten wir noch nie besiegt. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es da ja was für. Nö. Haben wir denn schon mal Sichelfliegen besiegt? Weiß ich nicht. Ach je. Es könnten alles versteckte Taten sein. Wer weiß das schon. Eine blühende Binse. Und daneben ist gleich die nächste. Und nochmal so eine Moospanzerschildkröte mit einem etwas höheren Level. Vielleicht ist das ja dann die richtige Sorte. Nö, nach wie vor nicht. Aber dann sammeln wir eben erstmal die Blümchen ein und vielleicht führen die uns ja direkt zu diesem Typen oder was auch immer, den wir da brauchen. Ach, da drüben sind auch noch ganz viele. Cool. So, und da ist doch auch ein Ring aufgetaucht. Na, dann ist das doch vielleicht der. Oder die. Ihr habt Gwalgruban entdeckt. Ja, hier sollten wir doch die Schildkröten besiegen, oder? Was kann ich für euch tun? Ihr solltet versuchen, Innathrons Ruf zu befreien. So, haben wir's? Melgovannen. Gern geschehen.
Gerne geschehen. So, wir sollten doch aber in dieser Region Schildkröten besiegen. Dann müssen die doch jetzt mal die richtigen sein. Wow, die hat mich gestunt. Na endlich, es hat überhaupt nicht ewig gedauert, die richtige Sorte zu finden. Aber die heißen genau wie die anderen. Ja, so ist das halt. Wir machen hier auch nochmal diese ganzen Bündelchen auf und so. Vielleicht ist da ja was drin, mal abgesehen von ein paar Münzen. Weil ich meine, hat sich das überhaupt jemals gelohnt, so in der Welt rumliegende Kisten, Truhen, Bündel aufzumachen? Nee, ne? Also die meisten Leute, die ich kenne, die latschen auch einfach dran vorbei, weil da einfach sowieso nichts Sinnvolles drin ist. Kiste voll alte Aufzeichnungen. Scheinbar sollten wir die auch suchen. Rawr. So, das sieht doch gut aus. Das läuft doch wie am Schnürchen. So, hier irgendwo ist das andere Ufer, was wir suchen sollten. Da ist es. Der Fluss bildet ein natürliches Bollwerk gegen feindliche Eingriffe aus dieser Richtung. Würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, denn das Wasser ist überall so flach, dass man nämlich einfach durchlaufen kann. Okay, wir haben ganz viel wieder erledigt, dann können auch hoffentlich ganz viel wieder abgeben. Dann sind wahrscheinlich die Waage das nächste gewesen, bevor wir dann wieder zurück da oben in diese Siedlung gehen und mit dem Epos weitermachen. Dann gucken wir einfach mal. Ja, vielleicht kriegen wir, jetzt haben wir drei Sachen fertig, genau. Ein viertes machen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht kriegen wir ja auch wieder ein bisschen noch mal ein Level up. Das wäre ja ganz schön. So. Ich wurde ja auch gefragt, ob ich mal für jemanden Rüstung herstellen kann. Also momentan bin ich einfach gar nicht so häufig im Spiel, sondern wirklich nur, wenn ich aufnehme. Und die ist hier jetzt halt auch noch überhaupt nicht so gut. Hä? Wo ist denn das Kupfer? Hier irgendwo unter dem Haufen, ne? ja, die ist halt auch noch nicht so gut, dass sie da wirklich gute Rüstung machen kann, weil einfach diesen normalen Standardkram, das ist ja öde, das müsste dann schon irgendwie was Besseres sein. Also man kann ja auch Rezepte finden von Sachen, die dann besser sind. Und ja, wenn, dann mache ich natürlich sowas. Aber wie gesagt, momentan bin ich einfach noch zu sehr mit dem eigentlichen Spiel beschäftigt. Ich komme ja überhaupt nicht zum Craften. Wie gesagt, ne, ich habe immer noch hier Lehrling gerade mal angekratzt. Also das macht jetzt nicht viel Sinn, für jemanden irgendwas herzustellen. So. Ah, ich freue mich sehr, dass ihr zurück seid. So, einmal und dann du. Oh, armes Karas Gelebrin. Oh, nicht genug Platz. Oh, arme Myrdain. Gab es hier nicht einen Händler? Ich dachte, da hinten ist ein Heiler, genau. Ist aber ein Mensch. Seid gegrüßt, Reisender. Ha, verrückt. Okay, das hier ist zum Beispiel Müll, das braucht man nicht. Das hier auch. Ach, obwohl, hier gibt es eine Sammeltruhe für Aufträge. Dann sollten wir doch lieber das Zeug darüber weggeben, oder? Warte mal, wir machen mal hier kurz selbst die Sachen so zu Ende. Selbst so weit vom Land des Feindes entfernt, erfüllt doch Furcht mein Herz. Wie okay. Kann ich euch zu Diensten sein? So, jetzt gucken wir doch einfach mal, was wir hier so für Sachen gefunden haben. Vielleicht haben wir ja irgendwas, was wir abgeben können, aber ich glaube nicht. Das ist alles noch viel zu wenig. Zerbrochene Ärzte. Eingerissene Haut. Man braucht ja von allem immer, wie viel ist das? Immer 10. Ich habe hier nichts, wovon ich 10 habe. Dann werde ich das nämlich tatsächlich erst nochmal ein bisschen sammeln. Immer der gleiche Kram in den Geschenken. Dringende Angelegenheiten, ja. So, ist die hier besser als die wir haben? 105. Man hat mehr Wille, aber weniger Vitalität, hat mehr Schicksal. Und sieht vermutlich cooler aus, was aber egal ist. Ne, sieht es nicht. sieht nicht cool. Doch, da ist es. Doch, sieht ein bisschen besser aus. Tja, wie gesagt, ich habe leider noch keine Antwort, ob Wille und Schicksal wirklich das Richtige für den Barden sind. Ist das gut oder ist das nicht so gut? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich einfach zu schlecht damit aus. Auf sowas achte ich eigentlich nicht so besonders. Okay, ich verkaufe die anderen Sachen jetzt erstmal nicht. Vielleicht kann man nur irgendwelchen Schmuck oder Rüstung verkaufen, die wir irgendwie überzählig haben. Den will ich nicht verkaufen. Das ist nämlich der einzige von der Sorte, den ich habe. Hier, komm, wir gehen jetzt nicht mehr zum Fest. Das kann man auf jeden Fall mal verkaufen. Und die setze ich jetzt auch nicht auf.
Weil wie gesagt, diesen Kram hier, das will ich lieber mal sammeln und dann mit der Aufgabentruhe abgeben. Das ist irgendwie netter. So, das hier kann mal raus. Sonst noch was? Nee. Okay, reparieren. Wir müssen unseren Kram irgendwie beisammen halten. Gut, dann ist doch tatsächlich... Seid hoppala. Gegrüßt, Reisender. Nee, nein. Quatsch mir nicht voll. Okay, dann sind diese beiden Aufgaben jetzt die nächsten, die wir haben. Und nah dran ist Waage. Also hier auf der anderen Seite. Ah, da, das nehmen wir aber auch noch mit. Und dann gucken wir uns noch die Waage an. Und ich glaube, dann sind wir mit dieser Folge für heute nämlich dann auch schon wieder am Ende. Okay, da oben haben wir einen aufdringlichen Warg. Kommt mir gar nicht so aufdringlich vor, um ehrlich zu sein. Eventuell gehe ich danach nochmal nach Langaran und mache nochmal irgendwie mein Handwerk weiter. Es ist ja immer nicht viel, was ich habe, aber... Also bis jetzt habe ich tatsächlich in Schwanfleet, außer in Langaran, noch nirgendwo die Möglichkeit gefunden, Handwerk zu betreiben. Und ich glaube, wir waren jetzt aber hier in Schwanfleet, waren wir in jedem größeren Ort, zumindest in jedem mit Stallmeister. Das kann inzwischen sein. Können wir uns ja auch gleich nochmal auf der Karte angucken, wie weit wir da inzwischen sind. So, ihr kleinen aufdringlichen Hündchen. Oh, da hinten läuft so ein Waldtroll. Ja, wir sind jetzt tatsächlich in Eregion. Das ist natürlich auch heftig. Ja, wie schnell man auch nach Eregion kommen kann. Da kommt man ja sonst erst mit, weiß ich nicht, Level 40, 45 hin. Auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir sie gleich. Zwei Stück fehlen noch. Können wir auch nochmal so ein Hulstenwald-Troll anknabbern. Mal gucken. Vielleicht ist das ja auch irgendwie... Ach, guck mal. Da. Es gibt auch... Stechpalme ist ja tatsächlich das, was die als Hulstbaum bezeichnen. Ne? Wargbezwinger von Schwanfleet fortgeschritten. Haben wir schon so viele Waage besiegt? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So. Den hier wollen wir aber auch mal machen. Wir können natürlich auch mal gucken, dass wir mal hier irgendwie ein bisschen was von diesem ganzen Essen loswerden. Okay. Gut, dann Angriffsschaden ist auch nicht verkehrt. Schneller laufen, kann auch nie schaden. So, jetzt haben wir doch schon gleich wieder ein bisschen mehr Platz. Wunderbar. So, Freund. Kann man dich auch erschrecken? Ja, kann man. Das ist ja cool. Ha! Bam, sage ich dazu nur. Wir haben ihn. Nicht schlecht, aber es ist keine neue Aufgabe gewesen. Wargbezwinger können wir jetzt fortgeschritten machen, weil wir den alten haben. Okay, na dann bringen wir das wieder weg. So, wieder zurück im Lager. Es hatte ja tatsächlich doch noch ein Warg gefehlt. Den habe ich natürlich nochmal schnell gemacht. Sollen wir nochmal mit Duindil reden? Das Böse verbirgt sich nicht länger. Bringt den Pelz zu Rowandis in Idhobel. Herrschaftszeiten, das sind alles Namen. Wo ist denn Idhobel? Das da? Ah, okay. West-Eregion, nee, das ist ein Steilmal, aber gut, wer soll das sonst sein, ne? Packen wir es hier mal kurz hin. Also hier haben wir angefangen, Mooshang. Wir waren in Klegur, wir waren in Glynhelig, wir waren in Lintreff, waren in Langaran, sind jetzt hier. Und dann gibt es nur noch diesen einen Reitmeister. Und ja, ich weiß, wir haben da oben noch so einiges zu machen. Das machen wir auch noch. Ich würde jetzt aber dennoch mal schnell dahin gehen. Ah, ich glaube, er hat ja gesagt, auf der anderen Seite liegt Mirobel. Ich glaube, mit diesen verschlungenen Wegen, das ist Mirobel hier. Wir gehen jetzt nochmal schnell hierhin, entdecken diesen Stallmeister. Vielleicht gibt es da ja auch die Möglichkeit, Handwerk zu betreiben. Wenn nicht, dann haben wir wenigstens jeden Stallmeister mal gehabt, geben die Pelze da ab und machen in der nächsten Folge hier oben weiter. So, wir sind da, oder so gut wie da. Hier unten ist... Aha, ihr habt Idhobel entdeckt und dafür haben wir hier irgendwie Barmherzigkeit oder sonst was gekriegt. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Yeah, die vielen Völker des Glanduin, Erkunder von Schwanenfleet, ist unsere neue Tat. Wir haben den letzten Stallmeister entdeckt. Handwerken kann man hier nicht, wie ihr seht. Und keine Ahnung, ob man... Ich binde den hier einfach mal.
So. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und bei dir geben wir das ganze Zeug ab. Jetzt winkt bald ich Trolle. Nee, das machen wir jetzt erstmal. Nehmen wir das an. Also wir machen das jetzt nicht. Wir können das natürlich schon mal annehmen. Und wie gesagt, gehen dann erstmal wieder zurück. Die Geschichte von Schwanenfleet schwer abgeschlossen. Cool. Such den Wassereimer am Fluss. Und Heilung für die Kranken. Sammelt Hulstbeeren von Huons und Waldtrollen. Das klingt, als wäre es etwas gefährlicher. In die Zelte kann man nicht reingehen. Es gibt einen Heiler, einen Markstein, Steinmeister, Briefkasten. So, wir gucken nochmal hier rein. Wir haben 10 Punkte gekriegt. Wir haben eine neue Tat. Welche ist leider nicht markiert, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Wir haben einen neuen Titel. Verteidigerin von Schwanenfleet. Und wir haben eine Tat abgeschlossen, aber welche kann man auch hier leider wieder nicht sehen. So, soweit so gut. Ich würde sagen, wahrscheinlich wird es bald wieder hell. Wir sollten das Spiel dringend verlassen. Nee, Quatsch. Dass wir aber für heute genug gemacht haben. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann. Ciao, ciao.